Hallo, grüßt euch. Vergiss nicht auf den Glocke klicken, also abonnieren, das ist sehr, sehr wichtig. Auf den Glocke klicken, liken. So, heute werde ich eine Unboxing machen. Super. Das ist ein Toner für eine Samsung Xpress 2070 All-in-One Gerät mit Drucker, Scanner. So. Das ist über Fuchspost gekommen, das kann man so öffnen. Das machen wir mal gerade auf. Das ist ein nicht originales Toner. Und gleich schaffen wir. So. Eigentlich das ist mit so einem Chip verbaut, dass alle Geräte funktioniert. Sicherlich können wir eine Liste finden. Oh, guckt mal. Das brauchen wir nicht mehr. Ich habe einen Kutzel bekommen. Ich glaube, das ist nicht zuckerfrei. Also, was ist das Wichtigste? Das ist die T 111L Compatible Toner Cartridge. So, jetzt machen wir auf. Irgendwie schaffen wir das. So, Unboxing. So. Das brauchen wir auch nicht mehr. Jups. Wie sieht das Toner, das Trommel aus? Ist echt original verpackt. Da ist ein bisschen geöffnet, da können wir aufmachen. So. Gleich schaffen wir. So sieht dein Toner aus. Das ist mit Superchip. Also eigentlich kann alles schaffen, das muss man herunterziehen. Aber jetzt schauen wir rein und mache ich gleich zu, weil es sollte wenigstens Licht bekommen, weil das tut nicht gut für den Toner. Das muss da reinstecken, rausziehen. Eventuell so sieht aus. Meiner Meinung nach, es lohnt sich einen nicht originaler Toner kaufen, weil es ist auch gut so. Dieser ist kompatibel für meine Samsung N2070 und stecke ich rein und geht los schon das Drucken. Da haben wir eine Anleitung dafür. Da ist das Datum eigentlich. Super gut. Das ist unser Supertoner und jetzt können wir wieder drucken. So, wenn ihr mal Fragen habt, das kann ich mal beantworten. Also hat keinen Angst, kein originales Toner zu kaufen. Bei eBay könnt ihr auch kaufen, bei Amazon auch. Bei den Kundenrezensionen sollt ihr mal anschauen. Es gibt ja leider billige Toner, das ganz schlecht ist. Und eventuell gibt es auch Geräte bei Pradar zum Beispiel, dass man auch den Gerät muss man den Toner Reset machen, das könnt ihr auch sicherlich auf YouTube oder Google finden. Das ist Kombination, dass etwas drücken muss. Bei Samsung muss man nichts drücken, das ist gut. Also nehme ich das Deckel runter, stecke ich rein und kann ich sofort mit den Drucken loslegen. Ich hoffe, ich könnte euch ein bisschen helfen mit diesen Tonerfragen. Wenn ihr mal Fragen habt, dann vergiss nicht schreiben. Und das Wichtigste, vergiss nicht liken das Video, auf den Like klicken und auf den Glocke klicken, also Abo und Like und zum bis zum nächsten Video. Tschüss!